Das Wirtshaus am Markt wünscht gute Unterhaltung mit Pulheim TV. Liebe Zuschauer, ich stehe hier in Stommeln am Maibaum. Und zwar ist dieser Maibaum in einer Nacht- und Nebelaktion aufgebaut worden. Warum? Das frage ich jetzt mal den Tilo Wasserkoch, den zweiten Vorsitzenden der Maigesellschaft Stommeln seit 1947. Ne? Was war das für eine Aktion? Weil sie durften den Baum nicht aufbauen, wenn Leute zugucken, ne? Oder so. Keine Haufenbildung. Nee, genau, das ist richtig. In diesem Jahr schon das zweite Mal leider konnten wir nicht unsere große öffentliche Aufstellung des Maibaums machen. Und gestern haben sich dann Teile des Vorstands, wirklich nur ganz, ganz wenige, Corona-konform, haben sich zusammengetan und dann hier diesen Baum mit einem großen Kolonia-Kran aufgestellt. Was sonst quasi 40 Leute aus dem Wald rausziehen, haben die gestern mit zwei Mann hier aufgestellt und Gerätschaften. Das heißt, so ganz verzichten wollten Sie nicht darauf, ne? Nein, das kann man auch einfach nicht, wenn man Mitglied der Maigesellschaft ist hier in Stommeln. Und man macht das ja auch immer hier für die Bevölkerung, für die Stommler. Die sind ja wirklich sehr heimatverbunden. Und deswegen haben wir auch in diesem Jahr gesagt, nein, ein Baum wird gestellt. Ist auch bei uns in der Satzung verankert, ist der Vereinszweck, dass wir eine Birke stellen. Und das ist ein Teil, den wir dieses Jahr Corona-konform machen. Und dazu gibt es noch eine andere Veranstaltung, die wir gemacht haben oder die wir veranstalten werden. Ja. Also das mit dem Aufstellen, das sehen wir jetzt, während wir zwei darüber reden. Waren Sie auch dabei? Ich habe mich hier ein bisschen versteckt und auch zugeguckt. Aber wirklich, weil gesagt worden ist vom Vorstandskollegen, nee, wirklich nur die hier sein müssen, die machen das. Ja. Und so hat auch sehr gut geklappt. So schnell war der Baum noch nie oben. Ja gut, er ist auch ein bisschen dünner, glaube ich, ausgefallen als sonst. Also als ich am letzten Mal dabei war. Da war das schon eine größere Aktion. Und wir begrüßen unseren Maibaum hier auf der Dorfmitte, auf dem Dorfanger in Stommeln. Mit dem Wahlspruch der Stommeler Maigesellschaft. Bremer Fleisch! Wasser! Fleisch! Wasser! Fleisch! Wasser! Aber immerhin, Hauptsache Maibaum, ne? Hauptsache Maibaum, genau. Er ist immer noch ein bisschen kleiner als in einem normalen Jahr. Ne, der letztmalige richtig große Maibaum war ja 2019. Letztes Jahr haben wir auch schon einen kleinen Baum gestellt. Der war noch ein bisschen kleiner als der, in einem anderen Loch noch, weil das so eine ganz spontane Aktion war. Auch alles abgeklärt natürlich mit den Ordnungsämtern. Und dieses Jahr haben wir gesagt, nee, wir müssen wieder ans richtige Loch und haben dann hier wieder einen etwas kleineren als sonst aufgestellt. Aber ich glaube, so seine 17, 18 Meter hat er trotzdem noch. Ja, ja, lang ist er. Schmal und lang. Dann kommt ja noch was Wichtiges. Sie verzichten auch nicht auf Ihre Festung, weil normalerweise steht ja hier ein großes Zelt. Ne? Und was geht da eigentlich normalerweise ab hier in Stommeln? Ja, also normalerweise ist hier wirklich ein sehr großes Zelt, meistens mit so bis zu 1000 Personen ausverkauft in den letzten Jahren gewesen. Zum großen Tanz in den Mai mit Live-Musik. Dieses Jahr wären die Pavaya da gewesen. Können wir natürlich leider dieses Jahr nicht so durchführen. Aber wir möchten nicht verzichten und möchten mit unserem MyStream, einer Online-Veranstaltung, das Gefühl dieses Tanz in den Mai im Festzelt den Leuten zu Hause ins Wohnzimmer bringen. Also in dem Zelt sind ja, wie Sie sagten, 1000 Leute und da sind ja auch diese ganzen Aktionen. Tanz in den Mai, am 30.04. wird auch normalerweise immer das neue Maikönigspaar proklamiert, ja. Hat dann großen Einzug im Zelt mit dem Hofstaat, fällt ja wieder alles leider flach, ja. Aber wir denken, dass wir mit dem Programm, was wir morgen präsentieren möchten oder was wir bis jetzt schon zum Teil auf die Beine gestellt haben in Vorproduktion, dass wir da einiges mit wettmachen können und hoffen, dass das Maifest-Feeling trotzdem ankommt zu Hause. Also es findet statt ein Livestream. Sowas ähnliches wie die KG Aalheere im Pulheim.
Mülheim gemacht haben, Karneval, so macht das hier die Maigesellschaft halt am 1. Mai. Und da fangen wir mal vor. 30.04. abends 19.30 Uhr. 19.47 Uhr geht's auf Sendung. Warum 47? Gründungsjahr unseres Vereins. Ja, genau. Und wie fangt ihr an? Können wir so ein bisschen über das Programm reden? Was werden die Leute zu sehen bekommen? Also ich versuche jetzt nicht viel zu verraten. Nee, ein bisschen nur andeuten. Natürlich ein bisschen überraschend auch dabei sein. Aber es wird trotz allem, also auch wenn es eine Online-Veranstaltung ist, haben wir eine Live-Band vor Ort. Aha. Das ist Kravum. Ah ja, die Stommeler. Ja, zum Teil Stommeler, genau. Die werden da ein bisschen ihre musikalische Musik machen, genau. Und sonst haben wir uns mit verschiedenen befreundeten Vereinen getroffen. Da wird es Beiträge zu geben, wie auch die gerade durch die Situation kommen. Dann haben wir noch unser amtierendes Maikönigspaar. Immer noch amtierendes Maikönigspaar. Ach so, macht ihr ein neues Paar dieses Jahr oder also geht das ins nächste Jahr über jetzt einfach? Es gibt jetzt zurzeit ein amtierendes Maikönigspaar aus dem Jahr 2019. Und es gibt jetzt das designierte Maikönigspaar 2021. Das wäre eigentlich letztes Jahr schon dran gewesen. Das wurde aufgeschoben auf dieses Jahr. Deshalb ist es immer noch designiert. Die beiden Paare werden auch natürlich im Stream mit dabei sein. Da wird einiges auf die zukommen. Und es gibt noch mehrere Sachen mit Interviews von unseren Ehrenmitgliedern, Ehrenvorsitzenden. Das heißt, das Programm dauert auch circa wie lang? Was schätzt ihr so? Das ist ja eigentlich so, Stream ist ja eigentlich Ende offen, ne? Fast kann man das so sagen mit Ende offen, ja. Wir haben auch vorher den Stommlern gesagt in einer Postwurfsendung, dass wir gerne Fotos als Einsendung kriegen, die dann in diesem Stream noch als Diashow verpackt werden. Das soll auch noch Bestandteil sein. Wir gehen mal davon aus, dass wir ein Programm auf die Beine stellen würden von ungefähr 2,5 bis 3 Stunden. Oh, das hört ja gut an. Das heißt, die Zuschauer können dann, ihr gebt ihnen dann die Adresse und dann können die Zuschauer Fotos von zu Hause an euch schicken, per wie, WhatsApp zum Beispiel oder Mail oder wie? Genau, die Bevölkerung in Stommeln konnte bis gestern, glaube ich, über eine E-Mail-Adresse Bilder einsenden mit denen ihren schönsten Erinnerungen an vergangene Maifeste. Ja. Und daraus haben wir jetzt eine schöne Diashow gebastelt, die dann auch noch im Stream mitlaufen wird später. Liebe Zuschauer, dann heißt es am 30. um 1947 und den Link, wo finden wir den Link, dass man sich in eure Sendung reinschalten kann? Also da ist auch getreu dem Motto, viele Wege führen nach Rom, haben wir da einige Zugangsmöglichkeiten. Ganz einfach ist über die Internetseite www.liebedandorf.de. Da geht es dann auf unseren Link auf YouTube, wir werden das Ganze auf YouTube senden. Oder auf YouTube unseren Kanal Maigesellschaft Birke 1947. Und oder da geht es dann über die Homepage natürlich über auch. Über die Homepage maigesellschaft-stommeln.de auch. Auf Facebook werden wir dazu noch natürlich alles bewerben, Instagram. Ja, da sind wir schon relativ gut aufgestellt, denken wir. Also wenn man Stommeler Maigesellschaft ins Internet schreibt, ich glaube, dann findet man alles, was man so braucht. Ne? Davon gehen wir aus und hoffen, dass sehr, sehr viele Leute von zu Hause aus zugucken werden. Dann wünsche ich euch viel Spaß dabei heute Abend, am 30. abends, damit wenigstens so ein bisschen Feeling rüberkommt, was die Leute sonst alles verpasst haben. Ne? Genau, das ist Ziel der ganzen Nummer, dass die Leute Spaß haben zu Hause, auch im ganz kleinen Kreis, aber ein bisschen das Gefühl des Tanz in den Mais zu Hause haben werden. Vielen Dank. Also, wir sehen uns am 30. um 19.47 Uhr bei der Maigesellschaft hier Birke in Stomme. Tschö. Tschüss.